Rassismus stinkt. Kein Rassismus. Menschen sind nicht gleich, aber ihre Rechte. Keine Spielzeit für Rassismus. Say no to racism. My friend, have to throw it to Ashley, Nicola, Kai, Samuel, like those guys. In vollem Einsatz gegen Rassismus. Together against racism. No room for racists. So, hallo. Hier ist Yassin B., sportlicher Leiter von den Dragons Röndorf. Ich wollte euch einfach sagen, für was die Dragons Röndorf stehen. Wir stehen nämlich für Toleranz. Wir stehen dafür, dass wir den Menschen einzeln sehen, dass die Hautfarbe, die Religion oder der Name des Menschen egal sind. Wir stehen für Vielfältigkeit und wir stehen vor allem dafür, dass wir einfach wirklich uns gegenseitig respektieren. Das Schönste, was ich immer sehe, wenn ich in unseren Grundschul-AGs oder die kleinen Kinder spielen sehe, die verschiedenste Herkünfte haben, ob afrikanische oder urdeutsche oder türkische oder arabische. Den Kindern ist das egal, die wollen nur den Ball in den Korb werfen. Und das ist das Schöne an unserem Verein. Es ist kein Platz dafür, irgendwelchen Ressentiments oder Vorurteile gegenüber Menschen, ob sie gegen Urdeutsche sind oder gegen Araber oder Schwarzafrikaner. Dafür gibt es keinen Platz in unserer Gesellschaft. Wir sind alles Menschen, wir atmen die gleiche Luft, wir haben das gleiche Blut in uns und wir finden, dass jeder Mensch einzeln zu betrachten ist. Nein zu Rassismus. Erfolge haben keine Farbe. Das Problem heißt Rassismus. Unite against racism. Alle Menschen sind frei und gleich geboren. Die Realität sieht für viele Menschen in Deutschland aber anders aus. Sie werden rassistisch diskriminiert, beleidigt und ausgegrenzt. Im Job, in der Schule und bei der Wohnungssuche. Damit nicht genug. Manche Politiker äußern rassistische Ansichten, die von Teilen der Medien verstärkt und verbreitet werden. Alle Menschen sollen sich sicher und frei fühlen. Um das zu erreichen, muss sich jeder einmischen und gegen Rassismus aktiv werden. Denn das beste Mittel gegen Rassismus, das sind wir selbst. Wir müssen das Problem erkennen, es beim Namen nennen und verurteilen. Wir müssen Rassismus persönlich nehmen, auch wenn wir nicht direkt betroffen sind. Menschen sind nicht gleich, aber ihre Rechte. Gemeinsam gegen Rassismus. Nur ohne Rassismus kann es Gerechtigkeit geben.